Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Huch, was ist es denn? Es ist Subnautica, ein Spiel, wo ich schon seit einer ganzen Weile gesagt habe, das ist kein Spiel für mich. Und jetzt gerade ist es bei Steam ein bisschen runtergesetzt, also sollte man sich überlegen, ob man das sich jetzt kauft. Und ich habe es getan und ich glaube, ich freue mich schon ein bisschen auf Subnautica. Die Grafik sieht jetzt schon mal richtig geil aus, wenn ich das so sagen darf. Ja, ihr Lieben, das Spiel ist ja seit dem 23. Januar letzten Jahres rausgekommen und seit diesem Jahr, der 30. Januar, glaube ich, kam ja ein neues Spiel von Subnautica, das Below Zero. Ich habe auch überlegt, ob ich das mal spiele mit euch zusammen, aber so einige Leute haben gesagt, man sollte erstmal bei diesem Spiel noch ein bisschen warten, da es noch eine Early Access ist und es noch reichlich verpackt ist. Ja, schön. Also das heißt, wir warten ein bisschen und vergnügen uns mit Subnautica, den, ich sage jetzt mal dazu, den ersten Teil. Ich habe Subnautica noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nur, dass wir im Wasser rumpanschen, auf einem fremden Planeten sind und irgendwie von diesem Planeten runterkommen müssen. Besser gesagt, uns Hilfe holen müssen. Wir müssen in die Tiefe rein. Auf jeden Fall, ich habe so ein bisschen was von Kallis Stream gelernt. Hoffe ich zumindest. Ich werde untergehen. Ja, Lieben, ich würde sagen, ich freue mich schon drauf. Das hätte ich jetzt nicht gewartet, dass ich mich wirklich auf Subnautica freue. Und würde sagen, wir beginnen das Spiel. In der Hoffnung, dass wir von diesem Wasserplaneten runterkommen. Ich würde sagen, ich wünsche uns allen sehr viel Freude. Überleben. Strande. Auf einem gefährlichen Planeten nutze Rohstoffe, Hunger, Durst, würde ich sagen, das nehmen wir. Wieder Überlebensmodus und Hunger, Durst, nein, sonst ist es kein Survival-Spiel und das wollen wir nicht. Hardcore könnt ihr vergessen. Nein. Kreativ, baue alles ohne Einschränkungen. Nee, ich glaube, wir wollen das Standard, normale Überleben. Ich quatsche schon seit 3 Minuten. Schnell. Sonst wird eine gewisse Person, die mit Tee anfängt und mit Saufen aufhört, grob meckern. Und wie ich sehe, ist der Ladebildschirm ganz schön langwidrig. Wir sind bei 15 Sekunden. Basis wird vorausgeladen. Ich habe keine Basis. Ich stürze gerade erst ab. Oh, kommt uns unser... Ah, da, unser Raumschiff. Meine Maus ist weg. Nein. Ich bin ja so ein bisschen Weltraumfanatiker. Darf ich weiterquatschen oder kommt jetzt irgendwas? Weiter mit beliebige Taste. Darf ich mir eine aussuchen? Wie wär's mit der 1 oder so? Egal, Leute, ich mache einfach weiter. Und halt den Mund. Da war Kali kurz auf Klo und dabei ist es explodiert. Okay. Ist uns gerade die Internetwelt entgegengekommen? Die Musik ist schon geil, ne? Atme! Gut. Atme! Ich hab geatmet. Start im Notfallmodus. Wenn möglich, wenden Sie sich an jemand anderes. Ihr T-Net-System. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world.
Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Vielen Dank, Tenet. Tenet ist wieder mal mit dabei. Hast du auf uns auf Drück getappt, um den PDA... für den entsprechenden Schnellzugriff. Ja. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Ich glaube, ich habe nicht nur eine leichte, sondern eine etwas größere. Ach, falscher Knopf. Ich glaube, da haben wir eh nichts drin. Nein. Packen wir mal weg. Ich habe auch noch nie den Anfang gesehen. Oder doch, vielleicht bei Kali. Ich weiß es nicht mehr. Ich sag nur eins, es war verdammt lang her. Baupläne, Dieter. Und es wird eine ganze Weile dauern, bis ich... Rettungskapsel ist wahrscheinlich die Farbe, was man von Weitem sieht. Blau? Nee, mache ich mal rot, weil Signalfarbe. Gut. Das haben wir geöffnet. Ja. Ist das uns das... Ich weiß nur, dass wir bauen können unter Wasser, dass wir verschiedene Fahrteile... Kommunikation ist aus. Das müssen wir reparieren. Dann kommt, glaube ich, ein anderes Schiff und rettet uns. Irgendwie war da irgendwas. Das ist Raumschiff. Orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Ist ja ein bisschen doof, ne? Ich glaube, umso näher man an ein Schiff geht, umso radioaktiver wird es. Wie gesagt, ich habe nur so leichte Randbemerkungen. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber der Satz ist mir dann davon geflogen. Mitbekommen und bisschen halt, minimal. Oh Gott, ich bin Elfin. Der lacht mich aus. Achso, ja, mit... Okay. Kann ich da hinten hin? Beschieß! Röhrenkoralle. Löschmittel. Signalfackel. Oh Gott sei Dank, gut, das ist rot. Nicht, dass wir da hinschwimmen müssen. Ich glaube, die müssen wir auch erstmal scannen. Is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Was, Lims? Ja, hallo? Ja. Mahlzeit! Bist du nicht so ein Pupsi? An dich kann ich mich noch ein bisschen erinnern. Oh. Kann man die essen? Ich glaube, wir müssen was einsammeln, da was craften drin und dann können wir uns, glaube ich, auch eine Base bauen. Jetzt mal alles einsammeln, was nicht notwendig ist. Hört auf, mich auszulachen, das ist uncool.
Da hinten schwimmt so ein Krokodil-ähnliches Vieh. Muss mich erstmal dran gewöhnen, dass wir mit linker Maustaste interagieren. Iki brauchen wir erstmal nicht. Wir sind noch halbwegs. Was ist das? Schwimmende Luftpumpe? Leitung? Nein. Eine Leine kann zum Transport von Atemluft aus einer... Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte gucken. Ich trotte. Was habe ich da? Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitung pumpt, dient als Startpunkt für einen... Okay, das können wir so oder so gebrauchen. Nährstoffbock. Ah. Gefiltertes Wasser, das haben wir Gott sei Dank. Dings nehme ich mal nicht. Speichert das Spiel automatisch oder sieht das bisschen schlecht aus? Arschbombe! Klatsch. Was? Was? Ah! Alter! Ich meine auf Ariel. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen sammeln. New creature discovered. Ich nenne es Beutelchen. Es hört sich an wie ein Löwe, ey. Auf jeden Fall pupst da schon wieder was. Au, was? Nein, nicht die Dinger! Die ich nicht kenne! Ich schreie, ach nein, nicht die Dinger. Und ich kenne die noch nicht mal. Ich glaube, ich baue mir die. Ich sollte Nahrung und alles, was ich... Das ist ziemlich viel davon. Ich sollte erstmal das Gröbste... Hier... Ja, okay. Ich werde sterben. Das ist mein Bumerangfisch. Oh, wartet. Gut, wir können... Ich würde Giraffen gerne. Gut, wie gesagt, erstmal ein bisschen an das Spiel gewöhnen und dann haben wir Spaß und Freude. Paprikato, da können wir... Ah, warte mal. Gib mal kurz her, das nehmen wir. Das nehmen wir auch mal. Gehen zum Paprikato. Einfach, weil wir es können. Silikon.
Ja, Batterie und Titan. Ah. Gut. Dann wissen wir ungefähr, was wir machen müssen. Erstmal sammeln, was das Zeug hält. Oh, nein. Es ist dunkel. Habe ich eine Taschenlampe? Ich glaube, mit Taschenlampe sieht es ein bisschen schlecht aus. Oder ich kann mir eine machen. Der Planet sieht aus, als ob er gleich hier raufkrachen würde. Taschenbombe. Essen. Es hat das Wort Essen gehört und ist ganz schnell weggeschwommen. New creature discovered. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. So ein bisschen Fischi haben wir. Wo ist ein bisschen Eisen oder sowas? Okay, so viel davon brauchen wir eigentlich gar nicht. Schrott, glaube ich, habe ich gerade eingesammelt. Also ich möchte nicht auf einem fremden Planeten einfach irgendwo abstürzen und dann sieh zu. Viel Spaß. Du bist die einzige Überlebende. Haha, ausgelacht. Da ist was. Also der Fisch wollte gegessen werden. Das bitte weg. Im Dunkeln sieht man gar nichts. Da hinten hat was gepupst. Und rein mit uns. Fischi! Brauchen wir eigentlich noch gar nichts zu essen. Ja. Oh. Oh doch, ist. Och, ich wollte schon sagen. Fischi ist jetzt weg. Titan, Metallschrott, Kupfer wäre schön gewesen. Ich glaube, wir brauchen so viel davon auch nicht. Das ist ungünstig. So, lasst mal schauen. Ich glaube, ich mache gerade Titan. Wasserdichter, kleiner Behälter, der seine Was ist denn im Wasser bei Behälter? Das ist sehr schön. Seegleiter wäre auch wunderschön. Auftriebskörper. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. Ja und? Was willst du mir damit jetzt sagen? Standard Tauchflasche, das wäre nice. Sollten wir uns machen, damit wir länger im Wasser bleiben können? New blueprint acquired. Daraus bekommt man Wasser. Lass mich hier raus. Okay, aus diesen Blasenfischen bekommt man Wasser, was wir ganz dringend brauchen. Machen wir uns erstmal ein paar. Nicht Wasser geht bei uns bald zu Neige. Höketsverleih. Tauchflasche mit. Machen wir uns später. Der Gleiter ist hier unten.
Ich mache jetzt einfach mal Titan bis zum Überwinken. Leitung, das machen wir später. Wasserdichter Behälter, kleiner Behälter, der seine Position im Wasser behält. Ich glaube, das können wir irgendwann machen, wenn wir irgendwas markieren möchten im Wasser. Ich würde aber gerne so einen Seegleiter machen. Gut, wir wissen, wie wir einigermaßen an Essen und Trinken kommen. Durch die kleinen Fischis. Das ist schon mal sehr schön. Gut, das heißt jetzt erstmal, oh, hier kann man nochmal alles sehen. Das heißt jetzt erstmal auf Triebsdings. Okay. Wir brauchen aber erst einmal ein bisschen Ressourcen. Die müssen wir auch erstmal sammeln. Dann können wir schauen, was wir als nächstes machen können. Arschbombe! Fast Arschbombe, jetzt aber! Ich bin trotzdem, ich schaffe es noch nicht mal ins Wasser. Ich wollte so cool wirken. Vielleicht die Fischis auch noch. Fischi! Mit den Fischen kann man sicher noch irgendwas machen. So, Blasenfisch ist für Wasser gut. Hier ist noch ein bisschen Ressourcen. Nein, hier gehe ich nicht hin. Hier hat es das letzte Mal Bumm gemacht und hat mir Aua gemacht. Wir sollten auch, glaube ich, auf größere Viecher aufpassen. Da Alter. Hubebremse. Ich glaube, die knappern einen sehr gerne am Arsch rum. Hier ist noch was. Gold. Was? Mahlzeit. Ich glaube, die Pupswolke tut uns auch was. Ich hoffe, das Vieh ist auch nett gesinnt. Scannerfragment. Gut, da brauchen wir einen Scanner dafür. Das einfach mal eingesammelt, was das auch immer war. Sind wir auch mal schön mit. Das auch. Short range scans suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Hier ist ein kleines Höhlensystem. Ich habe erstmal andere Probleme, ich muss hoch. Und mein Inventar. Ja, mit diesem Schrott leeren. Eigentlich könnte ich direkt danach hin, aber egal. Wir werden erstmal das hier einsammeln. Was ist das nochmal? Ich habe es nicht gesehen. Salz. Sah auch aus wie Salz. Ist auch Salz. Wollt mich da gerade irgendwas fressen? Jungs, Mädels, fressen ist mal nicht. So, was haben wir denn hier alles? Fragment zum Scannen.
Wir müssen uns einen Scanner machen. Ich glaube, wenn wir uns Sachen scannen, die können wir dann nach einer Weile auch bauen. 30 Sekunden. Das ist sehr freundlich. Danke, dann würde ich mal wieder auftauchen. Oh. So, wie sieht unser Inventar aus? Soweit sehr gut. Oh, was bist du? Was bist du? New creature discovered. Was ist das? Schrott mitgenommen? Ist was bei diesem Ding dran. In der Hoffnung, dass mich jetzt hier nichts frisst. Was ist das? Inventar ist voll. Gut, Inventar ist voll. Ich würde sagen, wir düsen wieder nach Hause. Ja, darf ich mich erstmal selbst untersuchen? Was? Also, ich muss schon sagen, wenn wir die ganze Zeit hier rumschwimmen, wir müssten ja so eine Muskulatur bekommen. Ah, sehr schön. So, dann lasst mal schauen, was wir mit den ganzen Fischen machen können. Die können wir kochen. Macht durstig. Okay. It is common for those accustomed to synthetic foods to be repulsed by eating an animal carcass. Remember that humans survive this way. Scheiß drauf, was man essen kann, wird gegessen. Schmieröl. Ich mache einfach alles, was ich machen kann. Scanner. Wir brauchen ganz dringend einen Batterie und Titan haben wir doch. Ja, darf ich mal kurz hier wieder raus? Titan haben wir doch auch, ich trottel. Dann können wir uns eine Batterie machen und können uns endlich den Scanner machen. Can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Sehr schön. Das haben wir gekocht. Das. Was ist jetzt der salzige Glubschi? Gepökelt. Macht zwar durstig, aber wir haben noch ein bisschen. Um Nahrung sollten wir uns deswegen keine Sorgen machen. Ich werde noch ein bisschen von diesem Schmieröl machen.
Energiezelle machen wir auch später. Das Missionen machen. Aber wir können erstmal scannen gehen. Ist das schon mal hier? Schrott könnten wir eigentlich auch im Wandel entscheiden, dass wir nicht so viel Platz haben. Gleich ein paar Fischis machen. Gut. Dann wollen wir mal in eine Runde scannen gehen. Arschbombe! In der Richtung waren wir. Und scannen das, was wir nicht einsammeln konnten. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Ach so, nein. Signalboje. Da hatten wir noch irgendwo eins. War schön, dass wir direkt beim Absturz einen Taucheranzug hatten. Was? Gut, dann hatten wir das schon mal. Du nett? Nein, du nicht nett. Was war das? Blub, blub, Fischis. Und hier können wir nichts machen. Außer ganz viele Sachen scannen. Na, halbwegs scannen. Wo ist da? Da ist ein Blub-Blub-Fisch. Jetzt bin ich ein bisschen auf dem Schlauch. Einheimische Lebensform. Das haben wir anscheinend schon. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen Wasser noch machen. So, ein... Oh, da ist immer Medikit drin. Wunderschön. Signalboje. Sehr schön. Wasser. Wasser nehmen wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Und Titan machen wir auch erstmal.
Vielleicht brauchen wir das auch für irgendwas. Standard, Feuerlöscher, ja. Das kapiere ich nicht. Vielleicht ein, eine weitere Kiste. Vielleicht. Könnte ja gut möglich sein. Das Wasser nehmen wir erstmal. Packen die Nährstoffe rüber. Wir probieren mal die Kiste aus. Scheint eine Kiste zu sein. Ich hoffe, es ist jetzt... Naja, das ist nicht hell. Ja! Wenn Helia mal tauchen geht, dann sehr bescheiden. Oh, schön! Also kann man hier seinen Vorrat auch reinpacken. Ich hoffe, wir treiben nicht ab. Ach, von unten kann man... Alles klar, ich kann auch im Wasser einfach mal in die Rettungskapsel rein. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, für die erste Folge reicht das erstmal. Und wir werden in der zweiten Folge hoffentlich schon ein bisschen mehr bauen können. Wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erforschen, untersuchen, scannen, nerven, essen, trinken. Auf Klo erst recht nicht, weil in Spielen man komischerweise nie auf Klo muss. Naja, egal. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.